Beim Teutates, 50 Jahre Asterix. Vor einem halben Jahrhundert, am 29. Oktober, erschien der erste Asterix-Comic in Frankreich. Und übermorgen, am Donnerstag, wird der allerneueste Band veröffentlicht. Sage und schreibe, 325 Millionen Mal sind die Comicbücher bislang weltweit über den Tresen gegangen. Und ich hatte auch meinen persönlichen Anteil daran. Jetzt zum Jubiläum soll es sogar eine Asterix-Briefmarke geben. Die französische Luftwaffe hat für ein Werbevideo das Asterix-Gesicht mit Kondensstreifen in den Himmel gesprüht. Ganz schön viel Trubel und Marketing. Und fast könnte man diese DVD-Jubiläumsedition mit 7 Asterix-Zeichentrickfilmen auch als Geldscheffelei abtun. Wenn da nicht so viel interessantes Bonusmaterial drauf wäre, was man noch nie gesehen hat. Zum Beispiel Asterix ob Gölsch. Das Markenzeichen, drollige Knollennase und Flügelhelm. Mit leichtem Strich wirft Albert Uderzo seinen gallischen Superhelden aufs Papier. Asterix und Obelix, die unbeugsamen Gallier, begeistern überall in der Welt. Inzwischen sprechen sie in jeder erdenklichen Mundart. Das geht doch ja nicht. Das hast du echt gut gemacht. Ganz prima. Was hast du dann? Der will bekannt machen, der Obelix, mein bester Freund. Oh. Tag hoch, Leute. Wieder auf der Yacht? Ja, wir wollen heute Abend ein paar Wildschweine verkasse mal tuckeln. Asterix einmal quer durch die deutschen Dialekte. Leider sind diese speziellen Asterix-Fassungen nie im Fernsehen zu sehen. Deshalb lohnt sich die Jubiläums-DVD-Box, die jetzt zum 50. Geburtstag von Asterix erschienen ist. Auf 7 DVDs bekommt man neben den Mundart-Versionen jede Menge Extras geboten. Aber, liebe Wildschweine, davonschleichen gilt nicht. Achtung, wir kommen! Asterix erblickt im Herbst 1959 das Licht der Welt. Zunächst als Fortsetzungsgeschichte in der Comic-Zeitschrift Pilot. Ein Held, der ohne Zaubertrank nur eine große Klappe hat. Ob das dem Leser gefällt? Und dann diese viel zu große Nase. Eine der Besonderheiten von Asterix, wie von allen anderen Figuren, ist, dass sie alle riesige Nasen haben. Manchmal sagt man, dass sich die Zeichner in ihren Figuren ein wenig selbst verewigen. Also ich sage, falsch, absolut falsch. Als René Goscinny und Albert Uderzo die einzelnen Folgen im ersten Album Asterix der Gallier zusammenfassen, rechnen sie nicht mit allzu großem Zuspruch und lassen gerade mal 6.000 Stück drucken. Auch im benachbarten Ausland sind die Buchhändler eher skeptisch. Außerdem, wir haben ja doch die Mickey Mouse. Was sollen wir jetzt noch mit was Französischem daherkommen? Das bringt doch nichts. Französische Geschichten, was soll denn das? Eine Fehleinschätzung, denn schon bald fiebern Millionen Menschen mit, wenn es den Römern an die Wäsche geht. Die sind so frisch, dass sie fast noch aus der Pfanne springen. Ich hab nur einen Duft in der Nase. Den kenne ich genau. Vergammelten Fisch. Als die Abenteuer dann real verfilmt werden sollen, besteht Uderzo darauf, dass Gérard Depardieu die Rolle des Obelix bekommt. Solche amüsanten Details rund um den Asterix-Kult sind ebenfalls auf der DVD zu finden. Naja, als Autor fühlt man sich vom Film immer ein klein wenig verraten. Denn die Gags, die im Album wunderbar ankommen, funktionieren nicht notwendigerweise im Kino. Pfoten weg, Obelix! Au, du bist schon fett genug. Fett? Hast du eben gesagt fett? Ich hab nur einen starken Knochenbau, ich esse ja auch nur einmal am Tag. Ja, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Sehr witzig. Manchmal wird der Spaß mit den legendären Comicfiguren allerdings bis ins Groteske getrieben. Die Synchronversion mit Erkan und Stefan wird nicht jedem gefallen. Aber man kann den Bonusclip mit den beiden Blödeltypen ja auch überspringen. Die paddeln ins Wasser. Oh nein! Belenus, gib mir Kraft. Belenus, was heißt es? Wir sagen Buffettes Merci. Oh no! Buffettes Merci, du bist so prall. Hey, was geht denn jetzt schon wieder? Du hast doch gesagt... Ja, passt schon, Alter. 50 Jahre Asterix. Ein gelungenes DVD-Paket für alle, die mehr über den kleinen Gallier erfahren wollen, als uns die Filme im Fernsehen erzählen. Ba-ba-boom, ba-ba-boom, kinda makes you wanna dance.